Endlich ist sie da. Ab sofort können sich fast alle Smartphone-Nutzer die Corona-Warn-App der Bundesregierung runterladen. Gezwungen wird dazu niemand, alles ist freiwillig. Wie die App genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Dass die App auf Freiwilligkeit und hoher Datensicherheit basiert, das wird einem direkt nach dem ersten Download nochmal gezeigt. Ausführlich, aber doch ziemlich gut verständlich geht es um die Datenschutzinformationen. Also welche Daten werden hier eigentlich gesammelt, wo werden sie gespeichert und welche Handyfunktionen werden benötigt. Auch dem tatsächlichen Zweck der App muss der User anschließend nochmal zustimmen. Die App funktioniert ja quasi wie so ein Leuchtturm. Alle paar Minuten wird eine Identifikationsnummer via Bluetooth in die Umgebung gesendet. Ist die App auch auf anderen Smartphones installiert, wird die ausgestrahlte ID dort gespeichert. Mehr Daten werden nicht gesammelt. Keine persönlichen Daten, keine Standortdaten. Auch die ausgestrahlten IDs wechseln alle paar Minuten. Erkrankt nun ein App-Nutzer, kann er entscheiden, ob er seine Infizierung der App mitteilt. Dann sendet er die Liste seiner eigenen IDs an einen zentralen Server. Diese Liste fragen die anderen Corona-Warn-Apps regelmäßig ab. Ist auf dem Server eine ID als Risikokontakt hinterlegt, gibt es eine Nachricht. Der gewarnte Nutzer kann sich dann auf Kosten der Krankenkasse auf Covid-19 testen lassen. Ja, und so sieht die aktivierte App dann aus. Das mittlere Feld funktioniert wie so eine Art Ampel. Rot heißt hier erhöhtes Infektionsrisiko, grün niedriges Infektionsrisiko. Über das dritte Feld kann der Nutzer seine Erkrankung mitteilen. Dann bekommt er vom Testlabor einen QR-Code oder eine TAN. Es hat lange gedauert, bis die App jetzt an den Start gehen konnte. Genau deshalb erhält sie aber auch viel Lob von Datenschützern. Der Quellcode, also quasi die DNA der App, wurde von vielen Experten überprüft. Die Anwendung gilt als sicher, weil keine persönlichen Angaben gespeichert werden und die gesammelten Daten nur dezentral auf den Handys der Nutzer festgehalten werden. Und die App basiert ja sogar auf einer doppelten Freiwilligkeit. Niemand wird gezwungen, sie zu nutzen und auch die Angabe einer Erkrankung ist freiwillig. Ein bisschen Kritik gibt es aber trotzdem. Die Opposition zum Beispiel fordert ein Gesetz, damit es nicht passiert, dass nur der ein Restaurant besuchen darf, der die App auch nutzt. Dazu kommt die Schwachstelle Mensch, der ja beispielsweise bei der Herausgabe der TAN ins Spiel kommt. Und ob wirklich alle Sicherheitslücken dicht sind, werden auch erst die nächsten Wochen zeigen. Klar ist aber auch, die App ist kein Allheilmittel. Trotzdem gilt es, weiterhin Abstand zu halten und Masken zu tragen. Je mehr Menschen die Corona-Warn-App aber nutzen, desto leichter wird es, Kontaktketten nachzuverfolgen und das Virus im Griff zu behalten.